So, liebe, liebe Leute, herzlich willkommen. Heute mal was Zu anderes. Heute mal kein, ja, Predator. heute mal kein Stream, sondern heute mal aufgenommen. Weil Internetleitung ist ja nicht so gut in letzter Zeit wegen Corona und so, ne? Ja, scheiß Drosselung, also das geht mir sowas Deswegen von haben auf den wir Sack. uns gedacht, wir nehmen mal auf. Wir haben hier nämlich die Demo-Version von Predator Hunting Grounds. Yes. Und ja. Musik ist schon mal ganz cool. Und das, Das sind auch die Dana hat. gleichen Macher übrigens von Freitag der 13. Ah, ja, okay. Die hatten die Rechte für Freddy. Ja. Für Freddy sag ich schon, für Jason nicht mehr. Haben sie die von Predator geholt. Okay, dann dürfte ja die Grafik eigentlich auch ähnlich sein, oder? Obwohl die besser aussieht wie bei Freitag der 13., muss ich sagen. Also zumindest hier im Menü. Im Menü, ja. Im Spiel ist ein bisschen, ja, ein bisschen anders, Ähnlich. aber ist auch gut, muss ich Gut. sagen. Gut, Ist okay. ja. Wir können es auch jetzt schon kaufen, aber nö. Später vielleicht. Also erstmal Genau. gucken wir, ob es uns gefällt. Also Dana sagt, es ist als Überlebender schwieriger. Ja. Oder als Soldat. Überlebender ist ja Also erst. ich kann erzählen, ich habe drei Runden bis jetzt gespielt. Man sieht es ja, ich bin Level 7. Einmal, erste Runde direkt als Predator, war gut, habe gleich gewonnen, also es ging schnell. Aber als Soldat bin ich das erste Mal gestorben, weil der Predator mich, der ist übelst schnell, bis du überhaupt zielen kannst. Hat er dich schon längst aufgeschlitzt, also bist du am Boden. Teamkameraden kann man auch wiederholen, wenn sie noch liegen. Ne? Er kann sie natürlich auch finishen. Und ja, also als Predator ist schon cool, du kletterst auf Bäume, du hast die Infrarotsicht. Du kannst dich tarnen, im Tarn. Oh, es geht los. Tarnmodus. Ja, als Überlebender wird die Aufgabe sein, Missionen zu erfüllen, damit wir abgeholt werden. Oder wir töten den Predator. Ja, das wird schwierig. Zumindest wenn man noch nicht töten geht. Kurz nebenbei, falls ich aus der Party fliege, Leute, das ist scheiß Internet. Drosselung, Ja. das macht keinen Spaß mehr, ganz ehrlich. Ja, da kann man zur Not immer noch, ob, ich weiß nicht, ob es das hier gibt, ein Spielchat. Ja, gibt's. Okay. So, wo ich spawn immer Baustelle, weiß nicht warum. Baustelle. Ach, hier kann man sich den Spawnpunkt ausdrücken. Ich weiß nicht, ob sie das hier so gemacht haben wie bei Freitag der 13., dass sie dem Film sehr treu geblieben sind. Also es gibt hier auch Verstärkung, eine Verstärkungsmission nebenbei. Da hört man auch so diese Töne von den Soldaten aus den Filmen, so, wisst ihr? Ich kann das nicht beschreiben, dieses schwere Atmen von den einen hier, der sie versteckt hatte in dem Film, weißt du? Ich komme jetzt nicht drauf. Es Versteckt. geht los. Ja, der sie in so einem alten, war das ein altes Predator-Schiff versteckt hatte? Predator-Schiff. Ach so, du meinst jetzt von Predators, nicht von dem allerersten Film, nicht? Nee, nee. Von den, ja, genau, von Predators. Ah, also praktisch den dritten Teil. So, es geht los. Hier gibt's auch Dinger zum Einsammeln, auch Medikits und Pipapo. Und meine Wir Leute haben sind blau jetzt. markiert, wenn sie weiter weg sind. Genau. Wir haben auch eine Minikarte unten links. Wir müssen das Flusslager erreichen. Fußlager. Lass mich mal nicht alleine, ja. Und bestimmt vorgerannt. Die machen erstmal ein Schwätzchen. Ja, weil da ist ja erstmal nichts. Denk an die KI-Gegner, Soldaten, ne? Da ist sie schon Ja, ein. wenn die nicht blau markiert sind, sind das bestimmt Feinde. Ach, die sind rot. Okay. Jetzt habt ihr hier, Oh, ich werde hier voller Blut gespritzt. ich habe hier ein Medikit. Wer haben möchte? Ich, immer her damit. Ey, lass mir durch. So, hier haben wir Aufgaben. Hier müssen wir mal hier, ne? Dauert aber lange, Bei das Sachen, Einsammeln. Rico, egal was du anklickst, immer Viereck gedrückt halten. Ja, ich weiß.
Hab ich sag's mir auch, auch ne, bei der Flucht, ja? Das Seil. Fluchtseil. Ich hab's ein bisschen leichter, aber ich hab die Mission gerade schon gemacht. Jetzt kommen ganz viele Soldaten, Rico, pass auf. Und eventuell auch der Predator, man weiß es nicht. Ist der auch irgendwie markiert, also von oben bis her, auch rot oder so? Ne, gar nicht. Das wäre wahrscheinlich so leicht, wenn man den sieht, ne? Musst du ihn erstmal sehen. Und der hat bestimmt auch Tarnung, ne? So wie den Ich höre ihn. Er ist hier. Oh, ich hab hier gerade seinen Laserstrahl gesehen. Oh, oh, da ist schon einer ausgeschaltet. Oh. Wo ist er? Der kommt. Ja, hinter dir. Oh, ich bin auch down, Rico. Sag als Predator. Kann man dir helfen? Oh! Scheiße, okay. Oh, ich will auch mal Predator sein, glaube ich. Ja, dann, na, weiß ich nicht. Müssen wir nachher mal. Oh, weiß ich nicht. Probieren. Können wir nicht zusammenspielen? Keine Ahnung. Gar nicht? Nee. Naja, vielleicht ist man ja zufällig mal Predator, oder? Ich weiß, wenn man im Team. Also, wir sind ja jetzt in eine Gruppe gewesen. Ich glaube nicht, dass da jemand, Dings. Predator ist, also ist ja doof. Ey, Rico, ich bin hier. Ich bin tot. Also. Das sind alle tot. Ja, das. Das ging schnell. Das ist mein Schädel. Nee, ist nicht mein Schädel, ne? Ich glaube, da hänge ich jetzt nochmal eine Runde dran. Das ist sonst ein kurzes Video. Ja, ein Ründchen kann man machen. Mindestens. Ja. Oh, der Predator war. Wie hieß er? Sasuke. Ah, Sasuke. Der Bucke, der Bucke. Zusammenfassung was oder. Ich sagen? Was? Freigeschalten. Hä? Was? Ob du was freigeschalten hast. Was? Feuerteam-Kills, also er hat keinen von uns gekillt, er hat uns nur gedownt, ja. Man muss die. Also, muss nicht unbedingt, man kann die auch verbluten lassen, aber ich tue die gerne finishen, weil das einfach geil aussieht. Fischnischen. So, hier sagt er wieder, wir dürfen so kaufen, aber machen wir später. Irgendwann mal. Ja. Nicht irgendwann, ich mach das. Ja, kommt drauf an, wie teuer. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Nicht so ganz gehört, Waffenkoffer. Mal gucken, was hat er denn hier Feines. Wie öffne ich den? Achso. Ich wusste es zwar nicht ganz genau, aber ich gucke mal ganz schnell nach. Cool, eine Augenklappe. Einen weiblichen Predator und ein Basecap. Ja. Apropos weiblicher Predator, kann man auch machen, ja. Ich habe weiblichen Sturmsoldat und weiblichen Predator. Wer es möchte. Jetzt waren weiblichen Soldaten und zwei Waffen. Was haben wir noch? Oh, eine Pistole, ein Maschinengewehr und noch eine Pistole. Hier wird auch immer noch was Neues angezeigt, aber ich weiß nicht was. So, Hunting Grounds kostet 40 Euro. Das geht. Und okay. Die Deluxe Edition kostet 60 Euro. Wie kann ich den jetzt ändern, den Predator, wenn ich, oder? Wird veröffentlicht am 24. April. Wie bitte? Achso, okay, hab nichts gesagt. Was denn? Ich dachte, ich muss erst mal gucken. Gibt doch verschiedene Klassen von Predator, ne? Wir haben jetzt immer nur den Jäger freigeschaltet, dann gibt's noch Speer. Der hat aber eine Gesundheit, die sehr niedriger ist, aber dafür bist du sehr schnell. Also der weibliche Predator, den kann ich jetzt am Level 14 spielen? Nein. Der stand Level 14. Warst du bei, oder heißt das, dass der Level 14 ist? Nein. Du warst jetzt bestimmt bei irgendwas anderes. Du musst auf Körpertyp gehen. Da brauchst du gar keine Freischaltung. Ja, anpassen und dann auf Körpertyp. Und dann kannst du Männlein oder Weiblein auswählen. Ja, aber da stand Level 14 hinter. Ja, ich bin da auch noch kein Level 14. Ach so, na gut. Ja, nix. Nix gesagt. Wir gucken gleich nochmal gemeinsam. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir halt gedacht, weil da Level 14 hintersteht. Ja, sag ich doch, wir sind wieder Sturmsoldaten.
Stumme Soldaten. Jetzt haben wir andere Aufgaben. Nach einem Militärputsch sind eine Menge antiker Erbstücke oder örtliche Regierungen verschwunden. Wir müssen all diese Relikte aufspielen und sie sichern, bevor die Guerilla-Streitkräfte sie abtransportieren und auf den Schwarzmarkt verhökern. Wenn wir alles sichergestellt haben, können wir uns zurückziehen. Guerilla-Kräfte. So, zwei fehlen noch. Ich habe auch schon Vorteile. Ich habe als zweite Waffe schon eine Shotgun. Also ein bisschen habe ich schon für Soldaten auch schon freigeschaltet. Ich habe auch Waffen gekriegt, aber ich weiß nicht, wo man die ändern könnte oder so. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ist ja alles hier zum Ausprobieren. Ne? Dafür ist die Demo ja da. Also ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen. Mir macht Spaß. Ist nicht immer das Gleiche. Man hat verschiedene Missionen und ich hoffe, da kommt noch einiges hinzu. Also ich würde es mir wünschen. So, da fehlen jetzt noch... Ach nee, die Leute sind gerade reingekommen. Aber das mit dem Predator, der ist auch da, der oder? Der ist schon drin. Ja, der ist schon da. Drück mal Viereck für bereit. Bon. Achso, okay. Viereck. Ich mach diesmal Pyramide. Was ist das? Wo ist das? Ach, da. Steht auch da. Ah, alle vier, okay. Wie rapide. Ich glaube, als Predator siehst du es nicht, wo man spawnt. Das wäre ja sonst nicht so schön. Ja, dann bist du ja gleich, wo er hin muss. Also man kann übrigens auch ein privates Match machen, wenn wir jetzt ein paar Leute hätten. Könnten wir auch alleine spielen. Also du könntest du auch Predator sein. Zu zweit wäre es zwar sehr filmartig, sag ich mal, wie im Film, dass man halt einer gegen einen, ne, aber war ja auch Quatsch. Let's go. Aber Arnold als Charakter wäre hier noch schön so, weil vom ersten Teil, weißt du? Vielleicht kommt das noch, wenn sie die Rechte kriegen oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Ich folge immer Dana. Dana kennt sich aus. Die Mission habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Artefakte. Wo? Nee, das habe ich ja schon eingesammelt. Achso, ich dachte, das ist für alle da. Nein, nur für mich. Wie kann ich rennen so? Ach, ein Bösewicht. Ein wichtiger Bös. Hier ist Munition. Weiß nicht, wie man was pingen kann, das weiß ich leider nicht. Töte. Was? Oh, hier schlägt jemand Alarm. Die müssen wir töten. Töten. Hier steht gerade im Suchgebiet. Toll. Ja, wir sollen suchen, diese Relikte. Warte, ich werde gerade beschossen, warte. Oh, pass auf, der ist schon hier. Predator ist hier. Frage ist wo? Ich höre ihn. Er ist irgendwo auf dem Baum. Er kommt. Ich springe ja gut. Ich höre ihn laufen. Pass schön auf. Oh oh. Mhm. Er ist, glaube ich, hinter mir irgendwo. Er ist hinter mir irgendwo. Hinter dir. Mhm. Ah, da oben. Du kannst dich auch heilen mit R1. Mit R1. Er ist jetzt hier vor mir in dem Baum. Ich habe gerade den Strahl gesehen. Da, er hüpft weg. Er ist da hinten irgendwo. Er ist erstmal weg. Okay, jetzt müssen wir immer noch die Dinger hier suchen, ey. Welche Dinger? Die Relikte.
Oh, oh. Er ist hier. Ja, ich hab ihn gerade gehört mit seinem komischen Knurre da. Oh, hier ist schon Blut von ihm. Ja, hier, hier ist er. Er hüpft weg. Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er? Ist wieder auf dem Baum oder so. Leider kann er sie auch heilen. Der ist hier auf dem Baum. Okay, wir müssen immer noch die Dinger suchen. Die Dinger? Die Relikte, aber ich weiß nicht, wie man die findet hier. Hm. Rico, ich glaube, der ist bei dir irgendwo in der Nähe. Pass auf. Oh nein, da die Fresse. Da oben auf dem Baum. Ach doch. Wie die S, Alter. Hab eins. Ich tarne mich. Hihi. Oh, scheiße. Mann, der zielt immer auf mich, du Pissbecken. Man kann sich tarnen, Rico. Echt? Komm mal her. Zu mir? Ja, der hat mich die ganze Zeit im Blick hier, der Penner. Komm mal her, du kannst dich tarnen. Dann sieht er dich. Wo denn? Wo komm denn? Mal jetzt. Hier, 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 hier. Links. Links. Was heißt links? Hier, komm mal her. Hier, guck mal in die Kiste. Da müsstest du Viereck drücken können. Viereck? Nee. Nee? Wo ist er hin? Die sind beide down. Ich versuche mal, dir zu helfen. Ach, scheiße! Achso. Ich mach schon. Entschuldigung. Das hat mich gerade getroffen, der Penner. Bin immer noch getarnt. Ah. Ein Relikt brauchen wir noch. Ich habe noch gar keins gefunden. Ich guck die ganze Zeit, wo der Predator ist. Ich höre ihn schon wieder, aber wo ist er? Nee, das war hier unser Kollege. Ja, der knurrt ja auch wie so ein Predator. Achso, ich dachte, du meinst das Laufen. Nee, nee, ich hab dieses... Hast du irgendwo noch eine geschlossene rote Kiste gesehen? Eine geschlossene rote Kiste? Nee, ja, hab schon. Aber wir brauchen noch zwei. Ja, ist Moni Sohn. Aua, Moni, aua. Oh. Kauft er einen. Wo ist die Sau? Ich hab grad seinen... Kiste habe ich schon. Ah, Mann! Wo ist er denn jetzt? Wo sind denn die verdammten Kisten, Alter? Man sieht ihn auch so schwer. Aber ist ja auch klar, der kann sich auch tarnen, der Penner. Wo ist die Sau? Die war bei mir, war bei mir. Bin fast tot. Hast du eventuell irgendwo. Wie die Kids gesehen? Wie die Kids? Nee. Warum denn nicht? Ah, doch, hier. Ja? Ja. Okay, gut. Pass mal kurz auf mich. Danke. Eins fehlt noch. Irgendwo war noch eine geschlossene Kiste, aber ich weiß nicht, wie man die aufkriegt. Aufschießen. Ach so. Und dann reingucken. Ach ja, ich hab's. Okay. Die müssen wir noch töten hier. Das auch noch. Der ist schon wieder bei mir hier irgendwo. Trampelt aber auch wie so ein Pferd, ey. Tötet der Predator eigentlich auch die Feindlichen, oder? Wie bitte? Kann der Predator eigentlich auch die Feindlichen töten? Weil das ist ja, für ihn sind wir ja alle Menschen. Die werden auch von ihm beschossen. Müssen wir erstmal in die Richtung, Leute. Kommt er?
Nee, der schwimmt da oben auf dem Baum rum. Hab grad egal, gesehen. Lauft erstmal. Mann, der schießt immer auf mich, weil ich ihn gesehen habe. Weil ich immer auf ihn schieße. Oh Gott, ich muss mal wieder. Oh Rico, du brauchst Heilung. Ja, sehe ich gerade. Da war noch eins. Medikit. Hat er doch noch eins. Ich hab da eins mitgenommen. Nein, das nimmst du nicht mit, du heilst dich direkt. Ach so. Toll. Toll. Jetzt muss ich wieder eine Kiste finden, ey. Hier ist die Kiste. Wunder, dass ich noch lebe. Die ist es nicht. Suchgebiet. Predator. Hier ist irgendwo eine Kiste. Ach, habt ihr schon. Er ist hier. Auf den Heli warten, okay. Ich soll mir die Kiste beschützen. Ah ja, die hier? Ja. Okay. Der ist hier auf dem Baum, ne? Oder? Gesehen gerade, oder? Du, ja? Sterb doch mal. Oh oh, er ist hier unter mir. Er hat jemanden verletzt. Ach, scheiße. Penner. Scheiße, jetzt liegen hier zwei Leute. Und er tötet. Kann ich wegkriechen? Geht das? Ja. Oh. Ja, toll. Wenn man anderen helfen will, ey. Ja, ich weiß. Ich will so nicht drauf gehen, sagt er. Lebt dem Bob noch einer von uns, ja. Okay. Im Kampf gefallen. Einer ist noch von uns. Weiß ich nur wie lange. Der ist mal mit hochgekommen. Der rennt nur unten lang. Ah, wir haben es fast geschafft. Wir hätten nur noch zum Heli müssen, ey. Bin gleich weg. Nein! 9, 9, 9, 9, 9, 9. Oh, er ist auch down, ne? Okay. Jetzt hätten wir nur noch zum Heli müssen. Ah, oh, toll. Fast geschafft. Naja. Ist schön, wenn man so einen Vorteil hätte, dass wenn man einmal down ist, dann alleine wieder aufstehen kann. Ja. Aber ich hätte auch kein Medipack. Weil wenn man ein Medipack hat, dass man dann vielleicht, ich meine, man kann ja seine Arme noch bewegen, ne? Also ich hatte zwei, hatte ich halt noch. Ah. Genau, das meinte ich mit finishen. Ja. Fischnischen. Tot. Nee. Bin da, aber bin tot. Ist alles in Ordnung? Ja, na klar. Ich kann ja auch die Kamera nicht mehr drehen. Nee. Hat er nicht vorher noch eine Maske aufgehabt? Na, die wurde ihn schon abgeschossen. Ah, cool. Der sieht noch so jung aus, der Predator. Ist auch noch jung. Da muss ich noch beweisen. Ja, das ist ja, glaube ich, deswegen machen wir ja die Jagd, glaube ich. Das ist praktisch so ein Ritual, um erwachsen zu werden. Ja. Der wird erwachsen. So. So, wir machen nochmal die Sachen auf, ne? Und dann reicht's für heute. Also wir wollten ja pro Runde machen, das, ne? Ja, ich will trotzdem noch eine Runde spielen. Wenn ich Predator bin, nehme ich nochmal eine Runde auf. Ja.
So, anpassen. Ich mache mal den Koffer auf, weil dann wahrscheinlich noch mehr Sachen zum Dings, zum Anfang sind. Zum Dings. So. Köfferchen. Wieder eine Mützelein, eine Waffe, eine Ping-Pang. Eine Mützelein? Oliv. So, noch eine Peng-Peng, noch eine Peng-Peng und noch ein Charakter. Eine Asiatin, wie es aussieht. Das sind nur zwei Charaktere. Achso, also das ist ein Duplikat. Die Klamotten sind das meistens, wenn du die hier siehst. Klamotten. So, anpassen kann ich jetzt bei der und dann kann, so. Dann kann ich hier jetzt noch machen. Ach hier, okay, ah, okay. Bist du auf dem Predator? Nee, Mensch. Na, da kannst du auch Körpertyp und dann gibt's ja Körper 1, Körper 2. Helmhut. Ich nehme hier meinen Basecup. Ich mach das Predator-Lied gerne. Hab ich auch bei Filmen immer schon gerne gemacht. Brillen. Ah, mein Augenklappe. Ach, schaffst du die Wärme auch? Ich kann nur mit einem Auge gucken, geht nicht anders. Ich würde gerne ein Visier drauf machen. Männlich oder weiblich? Okay. Aber haben wir noch nicht. Das ist der Waffen. Accessoires. Sturmgewehr, Scharfschützengewehr und Spezial. Eine D34D. Ist sie gut? Nimm das Mützchen. Eine Brille. Eine Brille haben wir doch gar nicht. Trotzdem wird da was Neues angezeigt. Ich weiß auch nicht. Schrotflinte. Ich habe eine Schrotflinte. Soll ich davon eine nehmen? Kannst du tun. Killt zumindest die KI-Leute schneller. Vorteile. Was habe ich denn da? Aufschlitzer. Kann ich nehmen und Profi. Munitionstasche. Profi-Krabbler. Soll ich Dings nehmen? Aufschlitzer oder Profi-Krabbler? Du kannst so beide reinmachen. Ah ja, stimmt. So. Profi-Krabbler, okay. Ich habe nur zwei Sachen, ne? Nee, hier unten ist noch mehr. Was haben wir da? Pferdelunge? So, ich verabschiede mich erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sind wir hoffentlich ein Predator. Ja, aber ich gucke jetzt erstmal. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich den Predator anpassen kann. Wenn überhaupt. Ich kann trotzdem meinen Clip schon mal speichern. Körper. Maske, Henry Maske. Da gibt es auch andere Masken, wie das aussieht. Ah, schön. Können wir aber noch nicht auswählen, weil die alle noch gesperrt sind. Kriegsbemalung. Ah, X-Force. Ah, ne, X-Form. Ich dachte X-Force. Die habe ich auch drauf. Ich habe nur Standard-Körpertyp, also ich habe noch keine Frauen. Okay. Bewaffnung. Hat da eigentlich noch so gut wie gar nichts, wie es aussieht. Ich löse mal die Gruppe auf. Fehler hat er gerade angezeigt. Gut. Ja, weil ich die Gruppe aufgelöst habe. Okay. Weil eventuell ich Predator, ich möchte spiele. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend, ne, liebe Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Und viel Spaß. Beim nächsten Mal. Ich hab noch was rausgefunden. Viel Glück, viel Spaß, viel Glück. Ach, bin doof. Füßi, wollte ich sagen.